Investieren Sie in Ihre persönliche Sicherheit. Wir können nicht mit Gewissheit sagen, was Aufstieg wird. Ryder, Sie werden gerade von einem Angara in der Nähe detailliert gescannt. Dann sollte ich mich vielleicht mal vorstellen. Hallo? Ich arbeite. Sie haben mich ziemlich intensiv gescannt. War das etwa nicht Ihre Art, willkommen Fremde zu sagen? Ich wollte nicht aufdringlich sein. Ist notiert. Wieso interessieren Sie sich so für mich? Sie sind ein Alien auf meiner Heimatwelt. Wie könnte ich da nicht an Ihnen interessiert sein? Sie hätten mich auch einfach fragen können. Na schön. Wären Sie bereit, sich einer Vollspektrumanalyse Ihrer Biologie zu unterziehen? Ich habe auch einen Scanner. Es wäre nur fair, wenn Sie mir den Vortritt lassen. Das ist lächerlich. Es ist mein letztes Angebot. Sie sind ausgesprochen dreist, Pathfinder. Na schön. Scannen Sie mich. Skelettstruktur, Ausbildung der Muskulatur sowie Organe der Angara sind optimal auf das Überleben unter unwirtlichen Bedingungen ausgelegt. Wie wir bereits wissen, können sie außerdem bioelektrische Energie erzeugen und freisetzen. Das war's auch schon. Ich muss sagen, Sie sind ausgesprochen interessant. Genau wie Sie. Wenn man vor der Auslöschung steht, ist die Familie unser letzter Trost. Verstehen Sie das? Ich habe genug Zeit mit Ihrem Volk verbracht, um zu wissen, was Ihnen Familie bedeutet. Sie sehen lediglich die Oberfläche. Familie bedeutet uns alles. Und das beinhaltet nicht nur unsere jetzigen Verwandten, sondern auch jene, die uns nachfolgen werden. Wie wird die eigene Familie in 5 Generationen aussehen? In 10? Wie viele Angehörige wird sie haben? Sie befürchten, es könnte mehr von uns als von Ihnen geben. Ich habe 23 Enkel. Ich will wissen, was Ihre Enkel irgendwann erben werden. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Sam, was ist das hier? Eine Dekontaminationskonsole für Besucher des Medicenters. Berühren Sie das Startfeld, um sie zu benutzen. Ich musste informiert werden. Es war Unrecht, mich im Dunkeln zu lassen. Es ist eine laufende Ermittlung. Sollte nicht respektlos sein. Wusste es Jor? Natürlich nicht. Und der Mensch auch nicht. Ich hätte Sam für mich behalten können.
Das ist was anderes. Geht sie nichts an? Jetzt schon. Wir müssen das Flaggschiff der Cat finden. Sagen Sie ihr, was wirklich passiert ist. Moschei, bitte. Das könnte unser einziger Weg zum Archon sein. Einer meiner Männer hat den Cat geholfen. Der Widerstandskommandant Bane Tariff. Der Archon wollte ihr Wissen über die Relikt-Tech. Warum sollte Wen sie verraten? Ich weiß nicht. Darum habe ich nichts gesagt. Ich werde ihn ergreifen. Dann wird er für seine Tat büßen. Wissen Sie, wo er ist? Kedara Port. Meine Kontakte jagen ihn. Kontakte? Sie können dort niemandem trauen. Das sind alles Verräter. Angeführt von Exilanten. Aus ihrer Galaxie. Wen könnte wissen, wo der Archon ist? Und sein Schiff. Wir können das nicht Abtrünnigen überlassen. Ich bin noch neu in der Galaxie. Wo genau ist Vane hin? Kedara Port ist ein Handelsposten. Wir haben ihn verlassen, als die Cat einfielen. Einige von uns gingen zurück. Sie unterstützen Aya nicht. Wie kommen Exilanten von der Nexus dorthin? Pech für alle. Ich brauche die Reliquie nach Meridian und ich habe meine Leute im Griff. Ich mach das. Gefällt mir nicht. Mir egal. Der Pathfinder hat recht. Ich sende meine Akte über Kedara an ihr Schiff. Unser Verräter könnte etwas wissen. Wir brauchen ihn lebend. Das liegt bei ihm. Viel Glück, Pathfinder. Und Ephra, wir sind noch nicht fertig.
Handel? Handel. Handel. Ist das eine Frage oder eine Aufforderung? Eine Überlegung. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen? Wie funktioniert Ihr Wirtschaftssystem? Wir bezahlen mit einer Währung, die wir Credits nennen. Sie sind ein abstrakter Gegenwert für die erhaltenen Waren. Die Ket haben uns Geschenke angeboten und merkwürdige Tauschgeschäfte gemacht. Sie haben nie gehandelt. Was sind Ihre Credits wert? Was können wir mit Ihnen anfangen? Sie können damit alles bezahlen, was wir verkaufen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bieten Sie denn an? Ich könnte ein Treffen arrangieren, um ein offizielles Handelsabkommen zwischen uns zu vereinbaren. Zu kompliziert. Vielleicht ein andermal. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, mein Name ist Soka. Ich transportiere Fracht zwischen Arya und anderen Welten. Das ist eine gute Arbeit. Und ich bin gut darin. Sie sind hier, um meinem Volk zu helfen? Beweisen Sie es. Ich brauche Hilfe. Einer meiner Lieferanten auf einem anderen Planeten meldet sich nicht mehr. Er hat einige Dinge, die ich brauche. Es gibt möglicherweise Probleme. Nur um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden, was verstehen Sie unter Probleme? Naturkatastrophen, Raubtiere, Unglücke. Was verstehen Sie denn darunter? Dasselbe. Was genau befördert Ihr Lieferant? Vorräte, die ich brauche. Dinge, die mein Volk am Leben erhalten. Unverzichtbare Güter. Sie haben ein Schiff. Ich habe den Nav-Punkt meines Lieferanten. Sein Name ist Keldo. Finden Sie ihn und seine Vorräte. Kommen Sie wieder zurück und beweisen Sie dadurch, dass Sie wirklich helfen wollen. Dann handeln wir vielleicht. Direktor Tan, es gibt gute Neuigkeiten. Die Angara haben uns auf Arya eine Botschaft eingerichtet. Das kommt überraschend. Was erwarten Sie von uns? Sie haben nicht nur die Geißel und die Ket überlebt, sondern auch Ihre Zivilisation wieder aufgebaut. Vergessen Sie das nicht. Ich soll also an Ihren Stolz appellieren. Das klingt vernünftig. Ich werde eine Delegation zusammenstellen und sie nach Arya schicken. Danke, Pathfinder. Von jetzt an übernehmen wir. In der Waffenkammer. Ich werde es tun. Ich habe sämtliche Tests durchgeführt. Sie ist ungiftig. Wenn wir hier leben wollen, muss jemand das Risiko eingehen und versuchen, etwas zu essen. Dr. Tepero, bitte unternehmen Sie etwas. Tun Sie es nicht, Suvi. Sie haben mich verraten? Ich dachte, wir wären Freunde. Sie, Sir, werden ab sofort zu keiner meiner Partys mehr eingeladen.
Beginne mit dem Anflug. Forward Orbit ist stabil. Nähern uns der LZ. Ich registriere. Weltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Es war echt hart, diesen Scheiß auf Vault zu erfahren. Aber das Gute ist, keine Kinder. Jeder Cat ist ein Feind. Ein Feind? Der früher Familie war. Stimmt. Okay, vergessen Sie's. Da kommen Sie! Ich registriere einen Temperaturabfall.